Hoi Mina, willkommen zurück bei One Piece Romance Dawn, das Spiel, was einen fistet. Ja, es geht weiter. Ich habe mich dazu entschieden, ich lasse das mal wieder durchlaufen, ne? Ich habe mich dazu entschieden, dieses Let's Play durchzuziehen. Ich werde mich von diesem wundervollen Machwerk voller Hirnwichse nicht unterkriegen lassen. Ich werde es einfach durchziehen, komme was da wolle. Ich werde einfach hier ein bisschen teilweise rausschneiden, vorspulen oder einfach mal, wie was, mit B? Ja, einfach mal das wegmachen, kurz was quatschen und einfach rein, ja, drücken, ich weiß es noch nicht. Ich lasse mir irgendwas einfallen. Ich werde hier auf jeden Fall mich nicht von dem Spiel in die Knie zwingen lassen. Das lasse ich nicht zu. Oh, wie traurig, ja. Auf jeden Fall, ja, was will ich noch groß sagen? Ich werde noch etwas anderes vorbereiten, ich brauche eine Abwechslung zu Romance Dawn, sag ich mal, und werde deshalb etwas vorzeitig ein bisschen aufnehmen, so klammheimlich, ohne es vorher hochzuladen. Ich werde ein bisschen ansammeln. Du willst das Geld? Achso, ja, genau. Sie verzichtet auf die Kohle für Vivi und so weiter. Die geht es natürlich nur ums Geld und ist sofort runter. So, egal. Ich drück das mal einfach weg. Ist ja auch scheißegal. Wir wollen in der Story vorankommen. Der Palast. Igara. Karu. Quack. Vivi. Igara. Vivi. 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 Igara. Powerlocke. Vivi. Vivi. Igara. Vivi. Ah, und nochmal Vivi. Ich muss mich einfach über das Spiel lustig machen, damit ich das aushalte. Also, ich hoffe, es stört dich nicht, dich, den treuen Zuschauer. Wie den Lucky zum Beispiel. Jetzt fallen mir die anderen nicht ein, scheiße. Die halt alle fünf, die mir wenigstens einen Kommentar geschrieben haben. Die guten Zuschauer halt. Ja, auf zu quatschen. Wir drücken dich einfach mal weg. Ich bin ja schon fast versucht, Start zu drücken, aber nein, das mache ich nicht. Nach 4 Tagen Zockerpause werde ich das hier wohl schon überleben. Eine Schnecke? Ja, die steht bei Raffi, die sitzt bei Raffi neben dem Bett. Und eine steht da oben links im Bild. Naja, jetzt ruft Mr. Tu an. Und erzählt ihnen, dass er ihr Schiffchen hat und die ringen sich tierisch aber auf und fucken sich ab. Die Szene im Anime ist besonders cool, weil hier, das heißt, dann kommt einer von den Soldaten an, die Soldaten des Königreichs. Hier ist jemand vor euch, der nennt sich Bonbon. Ein Mr. Bonbon. Sanji geht ran. Oh, hallo, ihr Süßen. Ich bin's. Ich knack. Sanji licht auf. Dann geht die Telestrecke los. Mann, diese Nervensäge! Dann geht Raffi ran. Ah, Mr. Tu, na, was gibt's, Schwester? Tja, ich hab euer Schiff hier. Oh, come away! What the hell? Willst du uns verarschen? Wo bist du? Ah, jetzt hat er erzählt, dass er das Schiff hat. Ach ja, bla bla blups. Oder mit der Marine, ich weiß es nicht genau. Eigentlich könnte ich auch einfach so machen. Man hört das Gekick, okay. Jetzt bequatschen sie kurz, wie sie das machen wollen, dass sie noch in der Nacht oder. In der Nacht war das, glaube ich. In der Nacht oder am Morgen. In der Nacht, glaube ich, hauen sie ab. Ich hau das einfach mal so durch. Ich hoffe, das stört dich nicht oder soll ich das anlassen? Ich mache jetzt hier mal so mit Bilder gequatsche und mal ohne und improvisiere einfach. Und du kannst ja im Kommentar deine Meinung kundtun, ob du das so gut findest oder ob du das doof findest. Was ist dir lieber? Nicht den ganzen Text oder soll ich einfach improvisieren, so was mir so gerade noch einfällt. Das ist ja alles schon ein bisschen länger her, dass ich es gesehen habe. Ich richte mich da an meine 5 Kommentatoren. Meine Laudateure oder wie auch immer. Ciao. Ciao, Bella.
Jetzt quatscht sie kurz mit Karu. Ob Karu mitkommen würde, ich mach das mal so. Ob Karu mitkommen würde, wenn sie mit Raffi und seinen Freunden segeln würde. Auch dass es wahrscheinlich langweilig wird, wenn sie hier bleibt und alle anderen sind weg. Erst viel zu tun, dann ist es langweilig. Aber hey, das kommt in den besten Familien vor. Come away! Aha, ich liebe starke Männer. Ja, gleich zwei von den drei starken Männern sehen wir. Du bist es nicht. Du schon. Der andere quatscht gerade nicht. Ja. Ja, ja. Jetzt quatschen sie ein bisschen. Er erzählt den, ich mach mal wieder so. Von wegen, ja, wir sind doch Freunde. Oder mache ich so? Ich weiß nicht, ich lasse es erstmal so. Von wegen, ja, wir sind ja Freunde und so weiter. Sie haben sich ja erstmal gut verstanden. Und ja, unter Freunden hilft man sich natürlich auch. Und jetzt bettelt und fleht er sie an, dass sie ihn mitnehmen. Und wenn sie einknicken, also sie knicken auch gleich ein, dann freut er sich tierisch darüber. Und dann kommt seine Crew im Hintergrund angescheißt mit dem eigenen Schiff. Von wegen, ja, sie sind Freunde, jetzt kommt's endlich. Ich lasse die Bilder einfach an, drück's weg und erzähl dazu. Ja, auch dass sie wegmachen. Ja, von wegen, sie sind Freunde und ja, im Anime kommt ja noch seine Crew im Hintergrund raus und von wegen, danke, dass ihr uns mitnehmt! Und ich glaube, da kommt das von Sanji. Was wollt ihr denn? Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall wird das natürlich nicht gezeigt, ich meine. Es würde ja für Spaß in dem Spiel hier sorgen. Ich meine, das kann man ja nicht verlangen. Igaram. Gib Chaka. Ich weiß nicht, was die besprechen. Ich glaube, ah ja, mit der Flucht. Ist aber ziemlich schnell hier. Er schießt mich mit Kanonen. Bla bla bla, ja, ja, ja. Sie schießen statt mit Kanonenkugeln mit Speeren. Worüber sie natürlich sehr erfreut sind, weil Raffi kann die sofort mit seinem Gum-Gum-Ballon zurückschießen. Nein, machen sie nicht. Das Geile im Anime ist natürlich, Lysop meinte, ja, sie sollen die Speere aufheben, man kann sie ja noch gebrauchen. Raffi, Zoro und Sanji stolpern darüber und dann von wegen, was soll das? Ja, Lysop meinte, man kann sie ja noch gebrauchen, man weiß ja nie vielleicht. So ein Blödsinn, dieser Idiot! Und dann von Raffi, ja, ich habe eine Idee. Dann kommt ein kleiner Schwenk zum Marineschiff, sie quatschen da, ja, was weiß ich hier, wir müssen sie versenken, wir müssen sie einholen, wir dürfen sie nicht entkommen lassen. Und dann fliegen auch immer die Speere zurück. Zack, bum, 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 neue Igel-Schiffe wurden gebaut von Raffi. Und dann ist Ruhe in der Truhe. Hina, die Alte, hat Haare auf den Zehen. Abgewandelter Kommentar von Mr. Two, alias Bon Curry, alias Bon Chan und so weiter. Bon Boy! Bla, bla, bla. Jetzt will Mr. Two im Zeichen der Freundschaft mit seiner Bande Hina und ihre Lackaffen auf eine falsche Fährte locken. Ja, ich sollte langsamer sprechen, damit das Spiel auch nachkommt. Das wird jetzt nicht gezeigt? Ja, Bibi. Ja, Papa! Komm rein in meine, in die gute Stube. Bibi, ich. Wow! Was für eine Überraschung! Vivi, du siehst aus wie eine Königin aus früheren Zeiten. Und du riechst wie deine Mutter. Ich hab zu viel Drawn Together gesehen, scheiße. Wir müssen reden. Das heißt nie was Gutes bei einer Frau, wir müssen reden. Ach so, die sind noch gar... Ach so. War es auch im Anime, dass das so, dass erst, dass sie angegriffen werden, dann kommt Vivi so mit Zwischensequenz und dann geht das weiter? Das ist sicher nur ein Köder. Hina ist nicht gleichgläubig. Naja, die alte Bitch, Alter, ey. Alter, 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 die Bitch hat echt Haare auf den Zähnen und ist von sich eingebildet und spricht in der dritten Person über sich selber. Unmöglich sowas. Wie kann man nur? Ach, da sieht man seine Gammeltruppe. Das Bild ist auch klasse. Herrlich. Besonders Navi ist gut getroffen. Herrlich. Ach ja. Ina, das Schiff fährt nach Osten. Nach... Was? Nach Osten?
Das heißt Osten, Patrick. Du bist erneut gefeuert. Oh, come away! Auch ein nettes Bild, sag ich mal. Kämpfen wir! Los, Hina! Hau mir aufs Maul und sperr mich ins Impeldown ein! Bitte was? Nein! Von Curry! Wir werden dich nie vergessen und wir werden uns irgendwann wiedersehen. Damit fallen die Blüten der Freundschaft. Wuhu! Alter, jetzt sind wir bei 10 Minuten? Hätte ich das alles vorgelesen, wäre jetzt schon dieser Part schon längst durch. Vivi! Prinzessin Peach! Nein, Vivi! So erwachsen und reif und vollmusig und... Ich war auf einem Abenteuer. Achso, Sisi sagt das. Ein schönes Bild. Eine verzweifelte Reise übers finstere Meer. Auch wenn es blau ist. Der Ozean erschien mir riesig. Er war voller gefährlicher Inseln. Bizarre Monster, Gegner und alles mögliche Gerümpelpümpel. Aber ich habe Freunde gefunden. Bla bla blups. Unermüdlich hielt es auf sein Ziel zu. Mühelos schwamm es auf den Wellen. Was ist das? Ja, sie erzählt jetzt halt von ihren Abenteuern mit den Strohhüten, wie sie zurückgekommen ist und so weiter. Eine Rede ans Volk, kann man eigentlich sagen. Aber war es echt so, dass sie da war? Ich dachte, sie war... Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ich dachte, sie wäre mit Karu irgendwo hingeritten. Halt zur Küste, wo sie sich treffen wollten. Weil sie haben natürlich, wie wir noch am Abend gesagt, habe ich vergessen zu erwähnen, dass sie bis dahin und dann Zeit hat, mitzukommen. Sie soll sich überlegen. Und da kann sie dann mitfahren. Und Vivi hat natürlich vor, da hinzureiten, wie wir gleich sehen werden. Ach so, ja. Die ist wirklich ein bisschen verwirrt, aber egal. Auf jeden Fall ist Vivi wieder auf dem Weg dahin, um sich zu verabschieden. Und Iram freut sich, dass er sich wieder dafür, dass er sich wieder dahin, dass er wieder den Koffer hat. Muss.王女、麦わらの一味と繋がれが。王女が海賊の仲間だと。まさか。いつまでも仲間。海軍がビビに気づいてる。私たちとビビとの関わりを証拠付けたら、ビビは罪人になるわ。このまま黙って別れましょう。 Ach Mensch, das war schön.
das war wieder mal eine geile Videozwischensequenz. Warte mal kurz, ich mach mal wieder leiser. Da muss ich mir doch echt das Lachen verkneifen, weil Nami Raphium genietet hat. Ah, mega geil. Ah, herrlich. Stimmt doch, oder? Ja, wir haben es abgehängt. Ja, ja, ja. Leute, was sieht ihr so lange Gesichter? Ich bin einsam. Muff. Heul nicht. Wenn du so scharf auf sie bist, hättest du sie entführen müssen. Das ist furchtbar. Uck. Spinatkopf. Drei Schwert, Heini. Heini, dafür das Heini. Drei Schwerter, Heini. Drei Schwert. Das ist keine Beleidigung. Vier Schwerter, Heini. Er gibt auch keinen Sinn. Ah. Naja, ich bedrück's einfach wieder weiter weg. Oh. Nico Robin mit dem zukünftigen Outfit, was sie jetzt noch gar nicht haben dürfte. Endlich runter von der Insel. Was? Danke, Leute. Jupp. Bist du hier, um dich zu rächen? Brrrr. Was hat sie? Schöne Frau. Liebe. Unendliche Liebe. Wir werden angegriffen. Ah! Wer bist du? Oh, hallo. Du bist das also. Du lebst. Wie lange bist du schon da? Eine Weile. Ich war unter Deck, hab gelesen und geduscht. Darf ich mir die Kleider leihen? Was zum Geier machst du hier? Monkey D. Luffy. Hä? Hast du etwas schon vergessen, was du mir angetan hast? Ja, er kommt ins Bild. Was? Raffi, was hast du der Schnuckelmaus angetan? Originalzitat aus dem Anime. Ich drück's einfach mal weg. Jetzt heult sie rum, weil sie eigentlich sterben wollte. Raffi hat sie gerettet. Und jetzt hat er sie am Hals und er soll sie in seine Bande aufnehmen. Und natürlich willigt er einfach ein und alle sind voll begeistert. Rückblende! Sie gibt natürlich das Gegengift rüber. Der Opa soll ihm das eintrichtern. Und er hat nichts Besseres zu tun, als beide zu retten. Was ich gar nicht mal so schlecht finde, weil die Alte ist schon eine geile Milf. Ich muss von meinem eigenen Bullshit lachen, das ist echt traurig. Naja, das Pornoglyph, Rio-Pornoglyph. Das Rio-Pornoglyph besteht aus allen Pornoglyphen, deren Botschaften man zusammensetzen muss. Du musst die ganze Welt bereisen, alle Routen der Grand Line und so weiter und so fort. Ein Ding der Unmöglichkeit. Aber man weiß ja nie, wie es in One Piece weitergeht. Alleine, da sie jetzt aktuell im Manga und sogar im Anime in Dressrosa angekommen sind. Aber ich möchte hier nicht spoilern. Wenn jemand mit mir ein bisschen über One Piece quatschen möchte, kann er mich gerne in Fatzebook oder auch auf YouTubes anschreiben. Das habe ich nichts gegen. Also ich quatsche sehr gerne darüber. Ja, ja, sie wollte eigentlich sterben, habe ich bereits erwähnt. Ich lese dich nicht vor. Würde ich alles, wirklich alles aufs Übelste vorlesen. Und das ist ja nicht gerade einfach, hier vernünftig vorzulesen, da ja nur immer nur 3 bis, sagen wir mal, 7 Wörter pro Seifenblase sind. Wären wir jetzt schon mit 2 vollen Parts bedient. Und der dritte wäre wahrscheinlich schon im Anschlag. Also, ich bin ganz froh, dass ich das so mache. So habe ich wenigstens auch Spaß daran, dass ich einfach labern kann ohne Ende. Genau, das ist auch lustig. Was sind deine Stärken? Ich frage dich zum allerletzten Mal. Attentate. Oh, die Alte ist zu gefährlich, die bleibt nicht auf dem Schiff. Sie sagt ihr, sie kann nur bleiben, wenn sie missbaut, fliegt sie hochkantig raus, bla bla. Sie merkt sich das und sie hat die Juwelen von Sir Crocodile mitgehen lassen. Oh, ich liebe dich, du bist eine klasse Frau. Eieieiei. Saublöder Trick. Wenn sie klunkert, sieht's Haus die Sicherung raus. Oh, Liebe. Unsagbar große Liebe, du Schönste der Schönsten.
Oh, meine holde Maid, lass mich für immer der Sklave deiner Schönheit sein. Wie hieß das nochmal? Dieses französische Gesülz, was er da mal raushaut. Voilà, chérie. Merci beaucoup. Oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ich spreche kein Schwulisch. Dankeschön, bitteschön. Puh, Sanji ist mal wieder völlig von der Rolle. Auf den Heini kann man sich auch nicht verlassen. Ja, ja, nur noch sie bleiben. Und laut Nussu sind die anderen alles Schnarchnasen. Jetzt wird nicht gezeigt, wie sie mit Raffi und Chopper rumalbert. Erzähl ich einfach mal. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das jetzt noch kommt. Ne, kommt's nicht. Raffi ruft Lysop. Hey Lysop, guck mal! Ich bin Chopper! Zieht die Fresse und hat mit Nico Robins Händen das Geweih nachgemacht und alle bepissen sich, Lysop macht mit und Zorro ist voll begeistert. Raffi kann jetzt Haki verwenden. Bitte was? Bitte was? Bitte was? Warum kann er jetzt schon Haki verwenden? Ja, ja, da gehen wir sowieso nie hin. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe! Ah! König, ich sehe das richtig, ne? Erstmal haben wir hier die frevelhafteste Scheiße, die es gibt. Wir haben einfach die drei Inseln übersprungen. Drum. Alabaster. Und dann geht's sofort zu Water 7? Laden. Ist ja ganz toll. Labyrinthinsel und Sandinsel. Die interessiert mich aber nicht. Wo ist Skype hier? Alter! Hallo? Sky Island? Irgendwo? Hallo? Noch eine Sandinsel. Yeah. Tropeninsel. Labyrinthinsel. Hä? Wo ist Sky Island? Willst du mich verarschen? Jetzt müsste eigentlich hier... Jetzt habe ich den Inselnamen vergessen. Yeah, du weißt schon. Die Insel, die zu Sky Island gehörte. Oh fuck, ey. Ich bin eigentlich ein wandelndes Lexikon, was One Piece angeht. Es fällt mir dieser scheiß Name nicht ein. Mein PC ist aus, ich kann jetzt nicht nachgucken. Aber wo ist Sky Island? Alter, willst du mich verarschen? Einer sagt mir... Jetzt habe ich mir auf die Wange gebissen. Aua. Einer sagt mir, Sky Island wird voll scheiße. Einer sagt mir, Sky Island wird voll geil. Und das ist nicht ironisch gemeint. Wo ist Sky Island? Es kommt erst Sky Island, bevor das hier kommt. Erstmal Frust shoppen gehen. An Land gehen. Kaufen. 41.000, okay. Noch mit Fleisch, Anspannungsgetränk. Machen wir mal voll. Ah, medizinischer Verband. Details. Stellt ein paar. Ein paar ist nicht gut genug. Arzttasche. Freuen wieder und stellt eine Menge TP wieder her. Okay. Oh ja, passt. Flut, Zerlegungswerkzeug. Zerlegt einen gefertigten Gegenstand in seine Komponenten. Ah, ja, okay. Tornado-Rolle. Hier haben wir einen Schwindschern. Ah. Lockport. Ein Führer für Abenteuer, der Karten ein- und Ausgänge markiert. Ah. Knochenkit, Süßigkeiten-Kit, Medikamenten-Kit. Kit, ich programmiere eine Route. Programmiere eine Route, aber weiß ich, ey. Dummer Witz. Da werde ich mal kurz was absensen. Oh, Armreif-Memos, juhu. Ab in die Kajüte. Zubehör. Egal, mal gucken, ob wir hier irgendwas haben, was Raffi aufpowert. Ohne runter zu powern. Nein. Ich glaube, unseren zukünftigen Piratenkönig werden wir noch weiter aufleveln können. Juhu, ich freue mich.
nix. Ich werde garantiert nicht seine Kraft runterschrauben. Ich bin ja nicht völlig belämmert im Kopf. Nur ein bisschen. Wie einfach alles die Angriffskraft senkt. Ist ja schlimmer als bei Yu-Gi-Oh! Was? Warte, hier ist irgendwas frei geworden. Wer trägt denn den orangen Umhang? Hm. Ah. Wüstenkleidung. Ja, damit. Zack, zack, zack. Okay, die kriegt ihr schon mal keinen. Oder soll ich einfach mal alles? Nein. Ich gucke jetzt nur mal das hier alles schnell nach. Ah, er also. Der kleine Abseiler. Haben wir irgendwas, womit wir Sanji eine Freude bereiten können? Nö. Chopper! Können wir dich irgendwie glücklich machen? Du kleiner süßer Notproviant, natürlich nicht. Halt! Aber wir können sie glücklich machen. Ich gebe ihr einfach mal irgendwas und guck mal, wie sich die Werte steigern lassen. Machen wir mal den hier. Wenn ich jetzt... Oh nein, das sieht ja... Das passt ja schon mal überhaupt nicht zu ihr, Alter. Warte. Wir haben es gleich. Keine Angst, wir haben es gleich. Abwehrtechnik geht um 106 und 206 hoch. Mach ich mal das hier. Alter! Ich will nicht dieses extreme Monster da aufsetzen. Das sieht ja bei ihr voll belämmert aus. Scheiße, der Patsch wäre so lang. Nein! Das passt zu ihr, sexy Lady. Huch! Machen wir den hier. Irgendetwas, das nur positiv. Nö. Armreif des Dämons. Passt ja zu unserem kleinen Dämonenkind hier. Aha, aha, aha. Was haben wir dann hier noch so für dich im Angebot? Piratensandalen. Damit kann ich leben. Lederstiefel für die heiße Braut hier. Für die Megamilf. Ach, wir sind schon durch. Okay. Halt, nein. Ja, schon. Ja. Fähigkeiten. Ich glaube, da können wir nicht wirklich viel mit reißen bei Chopper. Ja, was möchte ich denn? Ich glaube, bei dem spare ich erstmal ein bisschen. 3000 Welten, soll ich das jetzt schon auf? Ah. Okay. Wow, sie ist mega mäßig stark. Oh. Ja, so geht's auch, ne? So, jetzt mal alles ausgeben, damit auch ja niemand mehr irgendwie was über hat. Tabasco-Stern. Sternexplosion, Lysop-Pfund, Schlafstern.
So. Einfach mal ein bisschen hier was raushauen. Die müssen ja auch mal ein bisschen besser werden, ne? Hammelschuss. Das wäre der. Ja, das geht schon mal nicht. Ich glaube, bei Sanji spare ich wirklich noch ein bisschen. Bei ihr können wir einiges machen. Talente! Haki! Chance, Gegner zu verlangsamen und ihre Fähigkeiten zu beeinträchtigen, wenn du maximal 25 TP hast. Aha, okay. So, dann. Ich fass es nicht, ey. Wo ist Skype hier? Alter, das. Skype hier! Und mir fällt der Name der einen Insel nicht ein. Scheiße! Egal. Weißt du was? Jetzt werde ich mal kurz, ne? Speichern. Speichern. Spiel speichern, speichern. Datei gespeichert. Ja, und dann würde ich mal sagen, machen wir im nächsten Part weiter. Ich werde jetzt erstmal die Aufnahme-Session beenden. Das ist so ein halber Stundenpart, den ich aufgenommen habe. Würde ich alles vorlesen, schön langsam wie eh und je, hätten wir jetzt schon drei Parts voll. Ich glaube, das ist die beste alternative Lösung, die ich machen kann. Ich nehme einfach so auf, ich quatsche einfach dazu und fertig. So penne ich auch nicht fast eine Aufnahme. In dem Sinne, sayonara meine kleinen Nakama und wir sehen uns im nächsten Part wieder.